Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Revelation Online in der Closed Beta mit unserer Schwertmagierin. Der Akut hat das letzte Mal ordentlich aufgeräumt und wir wollen doch mal hier weiter gucken im Tutorial, was denn hier überhaupt so Sache ist. So, wir kriegen neue Schuhe, sehr schön. In Türkis-Weiß laufen wir jetzt langsam aber sicher komplett rum. Und auch wenn wir immer noch kein Wort verstehen, weil es halt nun mal zu guter Letzt nicht übersetzt ist, Closed Beta, wie gesagt, kein fertiges Spiel, haben wir halt nun mal die Möglichkeit, erneut mit einem Charakter zu interagieren, diesmal mit einer Heilfähigkeit, das war nämlich der guten Sister, nämlich aufhelfen. Das kommt nämlich auch des Öfteren vor. Mal eben durchgeklickt geht es weiter, wir müssen dem guten Akuta folgen, aber ich denke mal, das wird nicht so einfach, wie wir uns das nämlich vorstellen. So. Dich mal eben festgefroren und einen dicken AOE. Bababum. Und wieder erneut ein Level Up, was ich sehr, sehr gut finde. Und die nächsten Feinde. Achso, ja, genau. Ich muss ja Tab drücken. Ah, okay. Wir müssen für die rechte Maustaste stehen bleiben. Ich vergesse das sehr gerne. Und noch einmal. Bam. Oh, er spielt sie sehr flüssig, sehr angenehm, ohne Probleme, Erfahrungspunkte und Loot kommt sofort zu uns und du hältst bitte die Klappe, denn wir wissen, wie das Spiel schon einigermaßen funktioniert. Wir sind ja schon relativ weit gekommen. So, und was ist hier das Problem? Der Waschbär, oder wie man ihn auch immer nennen möchte, das Fabelwesen, hat Probleme wieder mit den Fröschen. Wir helfen dir. Auf jeden Fall. Boom. Ha, schön gedodged, oder? Kann man nicht meckern? Genau, platzt ihr Ekelpakete. Und du kriegst auch noch hier direkt einen Ball rein. Was ein grelles Licht bis in den Himmel. Erinnert mich ein bisschen an Independence Day. Nun gut, weiter geht's. Immerhin kein Schluck auf mehr. Mit dem guten Akuta geht es dann weiter. Ja, ich weiß, wir werden uns schon darum kümmern. Macht dir darüber mal keine Sorgen. Es sieht soweit ganz gut aus. Wir kriegen jeweils immer nur einen Erfahrungspunkt. Das ist ja schon außergewöhnlich stark. Aber macht Laune. Ich bin gespannt, was wir noch für Fähigkeiten dazu bekommen. Dürfen wir uns schon Berufe angucken? Nein, erst ab Level 15 dürfen wir unsere Fähigkeiten sehen. Dürfen wir. Werden wir noch Stück für Stück machen. Erstmal werden wir den guten Akuta begleiten. Und dann spätestens in der Hauptstadt werden wir uns dann mit den anderen Sachen auseinandersetzen. Oh, hi, wer bist du denn? Oh, der zieht uns ran. Schweinebacke. Aber so eine Schweinebacke. Das war so ein großer, übler Dämon hier. So, weiter, ab nach oben. Wir müssen uns beeilen. Die Dorfbewohner sind in Gefahr. Jawohl, kriegen wir nochmal zwei gute Tränke? Ach du Jemine. Ja, nee, ist klar. Brennt. Ha, kein Problem. Selbst die ekligen, bösen Fischkreaturen aus irgendwelchen Untiefen kriegen wir doch locker hin. So, ein Aria kämpft hier mit einem Outsider? Na, ah, stimmt, genau. Es ist gefährlich. Der lebt nämlich noch, ne? Oh, und der Freund rettet die Aria. Ach du meine Güte. Okay, und jetzt müssen wir uns natürlich hier mit... Oh, eieieiei. Ja, hörst du auf, mich ranzuziehen? Sowas tut man nicht. Immerhin. Haben wir es nochmal geschafft? Der Aria geht's gut, aber ihrem Freund nicht so, ne? Genau. Über dem Wasserfall lauert nämlich etwas. Und dem Ganzen werden wir natürlich auf den Grund gehen, was da nämlich auch lauert, gerade im Tutorial. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Geschichte dann auch
dann zu guter Letzt dann, wenn wir es auch zu 100% verstehen, auch Fahrt aufnimmt und worum es sich eigentlich im Grunde genommen alles handelt. Aber es geht erstmal um eine Ruine. Und die Ruine hat natürlich einen Mechanismus. Und mit Akuta werden wir natürlich diesen Mechanismus dann außer Kraft setzen, damit wir dann auch dann halt da reinkommen. So, simsalabim. Und auf geht's. So, und jetzt kommen wir nämlich zu etwas ganz Besonderem. Wir lernen nämlich jetzt von dem guten Akuta, der uns nämlich jetzt ein Schriftstück gibt, eine besondere Spezialfähigkeit. So, wir können natürlich die sofort benutzen, werden wir jetzt nicht machen. Wir gehen kurz ins Inventar und zwar, ja, und zwar lernen wir Starward Judgment. Das ist sehr interessant. Macht natürlich hohen Schaden im Eis, macht einigermaßen Schaden im macht hohen Schaden in Feuer, einigermaßen guten Schaden im Eis und natürlich in Sturm oder Blitz, wie man es nennen möchte, natürlich über Zeit. Wie schon im Tutorial erklärt. Werden wir eben lernen. Sehr gut. Wir haben einen Special Skill gelernt. Der liegt auf F1. Und dann wollen wir natürlich mal gucken. Wow. Der Special Skill ist auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt kann man es natürlich auch definitiv mal sehen. Die ganzen Spezialhaltungen von F1 bis F3 brauchen eine bestimmte Ressource, eine Damage-Ressource, die in Rot angezeigt wird. Also erst, wenn wir halt mit Auto-Attacks, in dem Sinne mit unseren Standardangriffen, mit der linken und rechten Maustaste, beziehungsweise mit bestimmten Skills arbeiten, füllt sich diese Leiste, hat sich diese Leiste bis zu einem bestimmten Grad gefüllt, können wir unsere besonderen Fähigkeiten einsetzen. Wiederum auf der anderen Seite von F4 bis F6, dafür bräuchten wir eine andere Haltung oder andere Fähigkeiten. Wahrscheinlich, dass wir besondere Special Skills benutzen oder allgemeine Klassenfähigkeiten, damit sich die andere Seite füllt. Dann wiederum, um dort dann diese Special Skills zu aktivieren. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Ist eigentlich halb so wild. Werden wir jetzt sehen. Ihr seht jetzt ja einen roten und einen blauen Balken, der sich dann Stück für Stück füllt. Und jetzt werden wir noch einfach mal gucken mit der Spezialfähigkeit, die schon extrem viel Schaden macht. Also das ist schon Wahnsinn, finde ich sehr gut. Wir warten jetzt einfach nochmal, um nochmal diesen Special Skill dann zu benutzen. Weil, wow, er ist wirklich gut, er macht Laune. Und der Damage ist doch extrem hoch. Unser Ziel brennt auch, wie man sieht. Also in dem Sinne gibt es auch Feuerschaden über Zeit. Ja, ich weiß, dankeschön. Müssen wir uns nicht hier jetzt im Detail angucken, wie er funktioniert. Das werden wir gleich noch machen. Wir holen uns erstmal kurz eben ein Geschenk ab. Und dann geht es auch weiter. Denn jemand braucht definitiv Hilfe. Und da sind wir auch schon angekommen. Ach du Jemine, da ist der... Oh, der Dorfälteste. Und die haben schon wieder dieses kleine kuschelige Tierchen dabei. Was ist denn hier los? Ja, dodgen mussten wir jetzt natürlich auch. Gar kein Problem. Easy. Oh, der Outsider scheint aber stärker zu sein, dass selbst der Akuta nichts machen kann. Was ist denn los? Wir müssen ihn stoppen. Ja, dann lass uns das doch tun. Let's go. Ach du Jemini, jetzt haben wir selbst sogar noch eine Rüstung bekommen, damit wir auch stark genug sind, um uns hier gegen den Kollegen zu wehren. Und weiter drauf da, jawohl. So, linke Maustaste, ihr seht, der rote Balken wird immer deutlicher, immer größer, was auch wunderbar ist.
Mal gucken, die rechte Maustaste sorgt auch dafür und dann können wir einen Special Skill benutzen. Boom. Wir lernen sogar noch einen neuen Skill und zwar Lightning Orb. Nice. Werden wir uns nachher angucken, aber erstmal wollen wir uns hier mit dem Dark Scale Commander unterhalten, der natürlich extrem stark ist. Wundert mich, dass wir ihn besiegen konnten, aber immerhin haben wir es geschafft. Und er zieht sich zurück. Das heißt, wir haben sogar gewonnen. Und Gibi ist wieder frei. Freut mich, das kleine süße Murmeltier. Ja. Dafür möchte jeder kuscheln. Wahrscheinlich ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind doch ohnmächtig geworden. Ja, der Kraft, in dem Sinne der Akt der Verzweiflung hat uns zu viel Kraft gekostet in den Kampf gegen diesen Commander. Und leider verstehen wir hier auch nichts. Immerhin, wir haben uns erholt und eigentlich im Grunde genommen zum Glück verstehen wir noch nichts, damit wir uns nicht spoilern wegen der Geschichte. Wir haben neue Handschuhe bekommen, werden diese selbstverständlich equippen und unterhalten uns erstmal in Ruhe mit dem Dorfältesten. Mal eben zackig. Haben wir nämlich soweit alles geklärt. Die Gefahr ist gebannt und natürlich beginnt jetzt eigentlich im Grunde genommen fast die richtige Geschichte. Denn jetzt geht es erst los, denn eine Bedrohung ist aufgekreuzt und der Akuta will uns selbstverständlich mit begleiten. Und jetzt kommt doch etwas, woran ich mich sehr gut erinnern kann, weil ich es doch sehr genossen habe, es zu sehen, weil es mich auch sehr oft an Final Fantasy erinnert. Und Elzo, mal die Klappe, du bist da hinten im Haus, ich höre dich gar nicht mehr. Aber ist ja, wir sind ja selbst schuld, wir skippen alles. Aber wie gesagt, das, was jetzt gleich kommt, jetzt vor allen Dingen, das erinnert mich sehr oft daran, halt an solche Sachen wie Final Fantasy und andere tolle Klamotten. Und deswegen bin ich doch wirklich gespannt, wie die Geschichte dann zu guter Letzt wirklich erzählt wird. Denn die gute Aria hat ja ihren Freund verloren. Beku, Huali. Ja, wollen wir hoffen, dass es nette Worte gewesen sind, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Aber genau das meine ich halt, dass einfach die Geschichte, die erzählt wird und solche Zwischensequenzen werden uns im Laufe dieses Spiels auch relativ häufig begegnen. Ich bin sogar auch mit den höher leveligen Charakteren auf richtige Filmsequenzen gestoßen in Revelation Online hier in dem MMO, die doch ehrlich gesagt sehr, sehr eindrucksvoll aussahen. Schon fast wie ein Anime oder wie ein gut gemachter Film, den man sich sogar angucken könnte. Deswegen lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, das Spiel hat echt viel Potenzial und unterhalten uns erstmal mit der Aria. Denn die große Reise beginnt nämlich jetzt. Die Festlichkeiten sind natürlich jetzt auch vorbei und wir bekommen jetzt gleich auch erneut einen Gegenstand, der uns natürlich verbessert, damit wir mehr Schaden machen, damit wir mehr aushalten und so weiter und so fort. Es ist natürlich wie in jedem anderen MMO eine Frage, wie wir halt zu guter Letzt equipped sind. Gegenüber Blade & Soul muss man auch dazu sagen, viele Leute wird das interessieren, so wie ich es natürlich auch im offiziellen Forum gelesen habe, so ist es hier im Spiel bei Revelation Online, worüber sich vielleicht viele Leute freuen werden, wiederum einige Leute natürlich auch anderer Meinung sind und sagen werden, oh nee, das ist ja total blöd, aber das Equip ist deutlich entscheidender als eure Skillfähigkeiten.
Das heißt, solltet ihr ein sehr starkes Equip besitzen, habt ihr es definitiv einfacher und benötigt nicht so viel Skill, wie es halt nun mal zu guter Letzt in Blade & Soul gewesen ist, weil da war es doch letztendlich dann auch je nachdem, in welchen Situationen man sich befindet, doch je nachdem auch ein Grauen, wenn man nicht zu gut gewesen ist im Game. Nun gut, wir machen uns auf die weite Reise. Wir haben nämlich einiges vor, bekommen hier nochmal einen schönen Halsschmuck mit maximalem Leben, maximalen Mana. Sehr gut, werden wir natürlich anziehen, Dankeschön dafür. Und verabschieden erstmal das Dorf nämlich, denn die große Reise geht nämlich nach Sulan. Ja, und da sind wir mitten auf dem Schiff, auf der weiten Reise in eine andere Provinz, würde ich einfach mal behaupten. Und der gute Akuta ist selbstverständlich natürlich reisekrank, wie schon erwähnt, der gute Kollege. Und wir gucken mal, wie es dem guten Jibi gibt. Zumindest geht, nicht gibt. Es ist so ein niedliches Knuffeltier, ich mag es jetzt schon. Aber sieht soweit ganz gut aus. Nö. Ja, finde ich auch. Wer hätte gern nicht Jibi als Haustier? Und wie soll es anders sein? Natürlich bekommen wir Gesellschaft auf dieser langen Reise. Und wir müssen nur direkt mal gucken, einen Kraken. Aje. Und natürlich müssen wir uns um den Kraken kümmern. Diesmal ganz anders, Level 15, Kraken-Hatchling. Hat auch eine besondere Lebensanzeige, dient im Grunde genommen als nichts anderes wie im Grunde genommen ein Boss. Na komm schon. Dich werden wir locker flockig hier platt machen, oder? Boah, da wollte er gerade seine Special-Fähigkeit einsetzen. Jetzt schon wieder. Dann machen wir unsere mal. Was hältst du denn davon? Bam! Ist Hai Shen, dass wir uns hier zusammenfangen. Dann werden wir doch anderen wie ihr. Und natürlich bekommen wir Gesellschaft, denn fischähnliche Menschen kommen nämlich zu uns und haben auch ein Anliegen. Also ich finde die Charaktere in diesem Spiel sind extrem gut gelungen, alleine aus den unterschiedlichen Ländern oder Provinzen, wie man es nennen möchte. Das ist schon extrem cool. Deswegen, Hallöchen. Keine Ahnung, was ihr sagt oder was ihr machen möchtet, aber helft uns. Vielleicht erzählt er uns gerade, dass es eine sehr raue See ist und dass natürlich die Meere aufgewühlt sind und deswegen die Kraken kommen, um dann natürlich unschuldige, gute Menschen zu überfallen. Und dass er halt dafür sorgt, dass wir jetzt doch gut und heil zu Hause ankommen. Tja, und zu guter Letzt kommen wir nämlich auch wirklich gut und heil an in der großen Hauptstadt Sulan. Es ist die erste Hauptstadt, eine ziemlich große Hauptstadt, wo man wirklich eine Menge machen kann. Und ach du Jemine. Aber nun gut, weiter geht es. Das Abenteuer beginnt. Und wir werden hier uns in aller Ruhe natürlich mal weiterklicken. Wir bekommen ein Helmchen. Jawohl. Ach ja, ich weiß, was kommt. Wir treffen nämlich auf eine nette Madame, die wir nämlich das erste Mal sehen hier am Hafen in Sulan. Nämlich auf einen weiteren Hauptprotagonisten, denke ich mal, anhand der Geschichte des Spiels, mit der wir auch definitiv öfter zu tun haben werden.
In welcherlei Hinsicht oder so verrate ich nicht. Natürlich weiß ich, wie gesagt, schon ein bisschen, aber ich möchte euch, wie gesagt, ja nicht spoilern. Ich kann es ja nicht oft genug erwähnen. So, deswegen klicken wir auch in aller Ruhe weiter und klicken uns hier durch. Und da geht es nämlich auch weiter. Also ja, komm. Gehen wir direkt weiter, obwohl, komm, das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Sulan ist wirklich ein Riesenfleckchen, wenn ich euch das mal so zeigen darf. Es ist wirklich schön gemacht, überhaupt, und das ist nur alleine der Hafen, wo wir uns gerade befinden. Alleine auch da oben links. Schaut euch diese riesige, wunderhübsche Steinskulptur an, von einer Frau, bildhübsch gemacht. Und so etwas gibt es überall auf der ganzen Karte, in dem Sinne auf der ganzen Welt. Wir können ja mal die Minikarte öffnen. Wir befinden uns zurzeit hier unten im Hafen, was ja eigentlich schon sehr, sehr massiv und groß aussieht. Hier ist diese riesige Statue. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen weiterspielen, bis wir in die allgemeine Hauptstadt reinkommen, damit ich euch noch vieles zeigen kann. Gerade was es mit den Berufen auf sich hat, mit den Fähigkeiten der allgemeinen Klasse, wie es halt nun mal läuft, wie man zu den ersten Berufen kommt. Und Stück für Stück werden wir weiter an die Hand genommen bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir dann halt selbst Stück für Stück weitergehen werden in dieser riesigen Welt. Und soweit ich weiß, ist das auch nicht die einzige Karte, die es gibt. Für uns ist es zurzeit in der Closed Beta die einzige Karte, weil wir nur bis Stufe 49 gehen können. Aber gerade die Spielekollegen aus dem asiatischen Raum, die haben definitiv noch mehr an Landfläche, die sie erkunden, durchfliegen können oder durchreiten können, wie man es dann zu guter Letzt gerne hätte. Und wir werden uns jetzt einfach mal weiter auf den Weg machen und dann zu guter Letzt dann nochmal mit dem guten Akuta reden, nämlich. Dann geht es auch weiter und wir bekommen, meine ich, im Laufe der Zeit nämlich dann auch unser erstes Reittier. Aber ich würde sagen, das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin.